Servus Leute, willkommen hier beim Rollercoaster Tycoon. Ja, ich bin wieder zurück. Ich hatte ja aber eine Woche lang nicht da. Und jetzt bin ich wieder da. Und ja, es ist wieder soweit. Ihr müsst mich wieder ertragen. Ja, in dieser Folge werden wir so ein bisschen unser Wasserfeeling weiter verbreiten. Und zwar werden wir einen... ja, so ein Schwimmbad bauen. Schwimmbad bauen. Hört sich doch auch gut an, oder? Jawohl. Alles noch in Ordnung. Jawohl. So gefällt mir das. Und zwar wollte ich dann hier so einen Weg drumrum machen. Hier. Nee, wo wollte ich den denn? Wo wollte ich denn den Weg bauen? Ach hier, genau. Hier wollte ich dann so lang. Hier durch. Und dann soll hier das Wasserreich entstehen. Ist das nicht geil? So habe ich mir das jedenfalls gedacht. Was sagt ihr dazu? Weil hier ist schon so ein bisschen eng. Bisschen eng, bisschen eng. Hier ist auch kein Platz mehr. Und dann wollte ich hier dann so ein bisschen Wasser anfangen zu bauen. Ja. Wollen wir doch mal, wa? Erstmal brauchen wir einen Weg. Macht Sinn, ne? Machen wir sandig, ne? Ja, soll ja schon so Strandflair soll ja schon ausgestrahlt werden. Gehen wir hier so schön in die Mitte. Zacki, 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 zacki. Halt. So. So wird ein Schuh draus. Ist ja auch blöd, dass da nur ein Weg durchgeht, ne? Aber man kann ja eigentlich auch... könnte man, wenn man vernünftig gebaut hat, so wie ich das ja immer mache. Ne, ich baue ja hier, könnte ich ja hier dann nämlich so durchgehen. So. Mach mal weg. Ih, was ist los? Warum geht das nicht? Dann tschüss. Dann tschüss. Ja, Indianer Schmuck, dann bauen wir nämlich ein neues. Ein neues, 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 neues Geschäftelein. Dino-Maske, Ballons, was waren das? Indianer Schmuck, ne? Ja, genau, hier. Zack, dann drehen wir den ganzen... ne, von hinten ist doof. So. Da reißen wir die Lampe dann nämlich auch mal weg hier. Lampe weg. In Mülleimer. So, dann können wir nämlich hier unseren sandigen Weg weiterführen. Zacki. So, den können wir da wegreißen. Das macht der Stabilität nichts aus. Man kann einfach mal ein Loch durchbauen. So, dann kann man nämlich hier auch durch. Dann wollte ich hier den Weg hier weiterführen. Weiter, immer weiter. Ja, ich war ja zu Besuch bei meiner Mutter mal wieder gewesen, die Woche über. Ne, Familienfeier. Und deswegen war ich ja halt nicht da. Und die Left 4 Dead, den hatte ich halt noch auf dem Schirm gehabt, dass ich den noch auf dem Rechner habe. Fällt nicht durch. Gut, alles richtig gemacht. Und deswegen kam nichts. Aber das habt ihr ja sicherlich mitbekommen. Wegen ne, Facebook habe ich das ja alles gepostet gehabt und getan und getutet. Und hab mir dort auch schon wieder den nächsten Manga gekauft, den ich dann bei Hype reviewen möchten tun. Seid dann mal gespannt, weil dort geht es dann ja auch jetzt wieder weiter. Große Douglasie, ja, die können wir da mal so hindiglasieren. Dann nehmen wir hier nochmal eine Stechelpalme. Ja, ein bisschen farbenfroh soll es ja sein. So. Und dann wollte ich hier dann nämlich den Wasser... warte mal, wir können ja hier schon mal... wie groß ist denn eine große Zuckerkiefer? Boah, ist doch schon groß. So. Soll ja schick aussehen hier. Machen wir hier mal die große Wende.
So kann man dann besser bauen. So. Dann brauche ich ja irgendwann, wollte ich ja dann... Warte mal, was machen wir denn hier? Eine schöne Lampe möchte ich da haben. Ja, eine Holzbank werden wir erstmal hier hinsetzen. So. Dann können wir hier... Es war ja schon so ein bisschen... So... Strand-Flare ausdrücken. Hört sich das gut an? Ja, ne? Hört sich gut an. Kann man nicht meckern. So! Dann machen wir hier weiter. Da weiter. Das sieht jetzt schon geil aus. Mei, oh mei, oh mei. So. Dann können wir hier schon mal so ein paar... Mit dem Bad wollte ich dann hier anfangen. Dann kann ich... Buschfahren hier mal schon hinsetzen. So. Dann wollte ich hier nämlich schon mal anfangen, ein paar Läden hinzubauen, weil die sollen sich dann ja, wenn sie ihre Schwimmsachen vergessen haben, ne, was ja immer mal wieder vorkommen kann. Ja, ihr lacht. Dann können wir hier nämlich Badebekleidung schon mal hinschmeißen. Badebekleidung. Was verkaufst du denn so? Jo, ist doch alles... Ist mir immer alles zu billig, was ihr hier macht. Ja, kann ja passieren, dass man das vergisst, ne? So, dann brauchen wir... Ballons, ne. Hier, gab's noch irgendwo hier Sonnenmilch und so ein Gedöns. Wo war denn das? Sonnenbrillen? Hier, da, Sonnenmilch. Weil ich gedacht habe, ja, das Wetter wird ja jetzt schön, dann können wir hier auch mal... Offen. Offen. So, dann können die sich da... dann brauchen... Nee, wo war denn das hier? Hier, Dingenskirchen. Ja, eine Toilette könnten wir hier eigentlich auch nochmal einrichten. Eine Toilette. Dann können wir... Umkleidekabine. Wo waren die denn? War das bei Einrichtung nicht? Ja, hier können wir aber auch schon mal... Kokosnussdrink hier hinpflanzen. Kokosnussdrink kriegen sie alles hier und dafür können wir auch den Preis hochsetzen. So, das haben wir auch schon. Ja, was hier wohl hinkommen, ne? Ja, das wollt ihr gar nicht wissen. So. Ein schönes großes Becken setzen wir hier mal hin. Noch ein bisschen größer? Ja, ne, komm hier. So, dann brauchen wir Kacheln. Ich weiß nicht, irgendwie ist das ganz schön hell. Irgendwie ist das ganz schön hell. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ja. So, das haben wir. Dann können wir hier noch ein bisschen... Nee, das ist doof. Hier so ein bisschen noch größer, weil hier soll ja auch gleich ein Sprungturm hin. Aber erstmal brauchen wir...
Unter Wasser leuchten. Muss da nicht ran. Dann eine Dusche. Die stellen wir ganz geschmeidig hier hin. Alter, ist das ein bisschen hell oder ist das ein bisschen hell? Es ist ein bisschen hell, ne? Irgendwie ja. Nee, das ist doof. Hallo. Zack, komm. Warte mal, warte, 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 warte. Dann machen wir das hier auch schon mal so ein bisschen größer. Und hier auch. Weil dann kommt hier nämlich schon mal so ein Whirlpool hin. Da können sie dann rumwirbeln. Ein paar Lämpchens. Dann brauchen wir natürlich den allseits beliebten Bademeister. Alter, ist das hell, ist das hell, ist das hell. Ja, guck's halt nicht ins Becken. So, dann eine Leiter. Leiter. Alter, machst du da die Leiter hin? Dann halt hier und da. Dann nehmen wir mal schon mal ein Sprungtürmchen. Dann Liegestühle. Die sollen sich ja hier auch wohlfühlen in meiner kleinen Ja, irgendwie ist das ein bisschen doof gemacht hier, wie der sich da das aussucht, wie er das da haben will. Man guckt ja nach draußen, das finde ich ein bisschen Panne. Ah, egal. So, haben wir einen Sprungturm. Dann Whirlpool haben wir auch. Umkleideräume. Was nehmen wir denn? Nehmen wir hier den Wal. Und machen das Ganze uff. Dann brauchen wir hier auch einen Weg. Weg, Weg. Zack. Irgendwie fehlen hier Mülleimer. Kann das sein? Ja, ne? Ich glaube ja. Mülleimer. Was will man mehr? Mülleimer. Und zwar so ein Muschelmülleimer. Muschel. Will denn keiner in mein Schwimmbad? Ist so schön. Echt? Dann brauchen wir noch ein bisschen Personal. Personal, 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 Personal einstellen. Und zwar eine Reinigungskraft. Dann können wir hier eigentlich auch... Ne, hier deinen Aufgabenbereich. Ja, so. Ja, hallo, Aufgabenbereich. Irgendwie ein bisschen doof, der Kollege hier, Reinigungskraft 8. Reinigungskraft 8. Der wird ein bisschen größer werden, sein Aufgabenbereich. Und zwar kann der sich dann hier auch noch mal so ein bisschen mit drinne rumkümmern. Und hier auch. Ah, es sind doch schon welche drin. Ha, willkommen in meinem kleinen Wasserparadies. Naja, Wasserparadies. Nee. Ist jetzt nicht so viel. Aber das wird noch größer und schöner.
Ich wollte sagen, und bunter, aber naja. Dann können wir hier dann nämlich auch bald mal anfangen, die erste Rutsche hier aufzubauen. Die ich dann auch mal selber machen möchte. Ne? So eine Rutsche. Achso, Mechaniker wollte ich ja auch noch, falls mir das Ganze hier kaputt geht. Wollte ich ja noch ein paar Mechaniker einstellen. Mechaniker. Zacki. Mechaniker. Mechaniker. So, kann der sich hier auch noch mal so schön genüsslich drum kümmern. Ja, das ist sozusagen das kleine Becken. Aber irgendwie muss ich das noch ein bisschen verschönern, damit die auch alle hier rein wollen. Mit ein paar Palmen. Palmen passen doch eigentlich da schön hin. Was haben wir denn hier? Geflügelte Verzückung. Große Kokosnusspalme. So, ist das ein bisschen abgeschottet hier. So, Pandora-Pflanze nicht. Wir sind ja nicht hier bei Pandora. Ach so, und dann habe ich dort ein Buch bekommen. Ein schickes Buch. Ihr kennt das sicherlich hier, ne? Unnützes Wissen habe ich hier da bekommen. Ne? Und da sind richtig geile Sachen drin. Der eine oder andere wird das sicherlich kennen, ne? Ne, wo hier zum Beispiel so drinne steht, CSI Miami wird zum größten Teil in Los Angeles gedreht. Ist natürlich auch so ein bisschen verarschen, ne? CSI Miami und dann wird das Ganze in Dings gebaut. Mhm. In Los Angeles. Ist auch sehr geil. Es gibt richtig coole Sachen, die man dort findet. Ist schon ein bisschen geil. Das Geilste ist, mir wird hier Geld abgezogen, wie ihr das gerade seht, aber die Lampe ist da nicht. Hallo? Lampe? Lampe? Könntest du da mal... Ich hab da extra Treppen hingebaut, ihr Pappnasen, ja? Was, Alter, das ist doch auch aus den 80ern, ne? Hier sein Badeanzug hier. Ei, 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 ei. Mei, oh mei. Ja, dann wollte ich dann hier dann anfangen, die nächste Attraktion zu bauen, und zwar eine genüssliche Wasserrutsche hier. Ne, wollte ich dann hier mal so anfangen zu bauen? Selber oder soll ich mir ein vorgefertigtes? Ach, ich mach das selber, ne? Da kann man das wenigstens so schön selber sich aussuchen, wie man das Ganze gerne haben möchte. Alter, ich habe hier Treppen, Leute. Treppen. Geht doch da aus mit den Treppen. Geht doch da raus, ihr Schlümpfe. Mei, oh mei, oh mei. Wollen wir hier mal Eintritt verlangen? Ja, eigentlich nicht. Noch ist das nicht eintrittswürdig. Noch nicht so wirklich, ne? Nee, nicht wirklich. Nee, dann werde ich das nächste Mal dann anfangen, meine Rutsche zu bauen. Die wird dann hier starten und wird dann in einen... logischerweise in einen Schwimmbecken enden. Hätte ich mir jetzt auch selber ausdenken können. Aber egal. Das ist auch geil, wusstet ihr. Hobbits messen ihre Distanzen in Pfeifenlängen. Auch cool, oder? Könnte man ja ab und zu mal so ein bisschen was damit reinbringen, was hier so schön steht, ne? Ist jedenfalls richtig cool. Ja.
richtig schöne Sachen, die man hier heißt. Das ist auch geil. Donald Duck heißt in Schweden Kalle Anker. Cool, oder? Aber was hier alles so drinne steht, ne? Wer das rausgefunden hat, wie das alles so ist, ne? Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7. Ist auch geil, ne? Momentan reicht wohl Nutella, sich aufs Gesicht zu schmieren. Okay, das war die Folge. Viel haben wir nicht geschafft. Wir haben hier den Weg gemacht. Hier zu unserem Schwimmparadies. Und hier wird dann demnächst eine Rutsche stehen, die ich mir dann mal selber zusammenschrauben möchte. Tun, Gedöns. Und ja, und vielleicht machen wir dann auch nochmal die nächste Achterbahn oder mal schauen, was sich so ergibt, ne? Man muss ja hier immer mal gucken, ne? Und erstmal muss ich mir wieder reinfuchsen hier, ne? Eine Woche lang Urlaub gehabt hier und dann kommt man natürlich nicht so klar mit den ganzen Let's Plays. Nein, Spaß beiseite. Ach so, was noch ist, und zwar, wenn alles klappt, wird dieses Wochenende die neue Left 4 Dead Session aufgenommen. Left 4 Dead 2, um genau zu sein. Ja. Wer da mal mitmachen möchte, also zwei Plätze hätten wir noch frei, kann sich dann ja mal melden, wer Lust hat. Ne? Ich will dazu keinen zwingen. Jeder fünfte US-Teenie besitzt ein iPhone. Okay, das war, damit schließe ich die Folge und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht und freut euch auf neue, mehr, noch besser, geil Folgen. Also, bis dann, Imanski. Ciao, ciao.